Die Drogeriekette Schlecker ist ein sehr spezielles Unternehmen, denn anders als die Konkurrenz ist sie eine reine Personengesellschaft. Das heißt, anders als zum Beispiel bei einer GmbH haftet Anton Schlecker alleine. Schleckers Gläubiger werden sich dann direkt an ihn wenden. Auch wenn der vorläufige Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz derzeit die Schulden prüft, droht Schlecker eine Radikalsanierung. Dennoch ist der Insolvenzverwalter noch positiv eingestimmt, wie er am Montagabend verlauten ließ. Ich bin zuversichtlich, dass die uneingeschränkte Betriebsfortführung kurzfristig sichergestellt werden kann. Ziel ist es, mit Familie, Management und Lieferanten eine Einigung herbeizuführen und zusammen eine zukunftsfähige Lösung zu erarbeiten. Der Geschäftsbetrieb läuft unverändert weiter und auch die Zahlungen der Gehälter sind gesichert. Schlecker will sich mit der Insolvenz selbst sanieren und das Filialnetz zum Großteil erhalten. Die Gewerkschaft Verdi hat derweil von Anton Schlecker gefordert, sein Privatvermögen zur Sanierung der Drogeriekette einzusetzen. Und diese Forderung ist auch gar nicht mal so unrealistisch, denn die Anton Schlecker EK ist eine reine Personengesellschaft. EK bedeutet, dass es sich um einen eingetragenen Kaufmann handelt, also im Handelsregister eingetragen ist als Kaufmann. Und wer eine solche Firma betreibt, der betreibt es als Einzelunternehmen und haftet dann persönlich für alle Verbindlichkeiten dieses Unternehmens. Seit 3 Jahren in Folge schon schreibt Schlecker Verluste. 2010 verkündete der Drogerieriese, man wolle mit einem Umbau schönere und größere Läden schaffen. Seitdem fährt das Unternehmen einen ziemlichen Sparkurs und hat hunderte Filialen geschlossen. Dennoch wird das Privatvermögen von Anton Schlecker auf 2 bis 3 Milliarden Euro geschätzt. Und die könnten nun in die Tasche der Gläubiger fließen. Es kommt ja darauf an, wie da eine Planinsolvenz abgewickelt wird, die hier angestrebt wird. Das ist ja nicht so das Insolvenzverfahren, das zu einer Zerschlagung des Unternehmens führen soll. Aber wenn da Verbindlichkeiten offenstehen, haftet Herr Schlecker persönlich. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft Verdi mit dem Drogeriekonzern über die Arbeits- und Tarifverträge. Wie es in der Insolvenz um Schlecker jetzt weitergeht, ist vorerst noch unklar.